5 Tipps für deinen starken Selbstwert. Heute Tipp 2. Mach dich selbst zur wichtigsten Person in deinem Leben. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Dagmar Caroline Raimund und du bist hier richtig, wenn du die Partnerin oder Ex-Partnerin eines schwulen oder bisexuellen Mannes bist oder wenn dich das Thema sonst interessiert. Mach dich zur wichtigsten Person in deinem Leben. Überraschung, du bist das bereits. Du bist bereits die wichtigste Person in deinem Leben. Weshalb? Das werde ich dir gleich beweisen. Und doch ist die Frage, wie gut du diesen Job machst. Gibt es da noch Wachstumsmöglichkeiten? Also in meinem Fall jede Menge. Möglicherweise ist es bei dir auch so. Du kannst es jetzt gleich mal checken, indem du einfach noch dran bleibst. Also, ich behaupte, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Zum Beispiel, weil du die Person bist, die sich um deine persönlichen körperlichen Bedürfnisse kümmert. Besser oder weniger gut? Das kannst du jetzt selber überprüfen. Du bist in jedem Fall die Person, die sich darum kümmert, dass du dich gut ernährst. Mehr oder weniger. Du bist die Person, die sich darum kümmert, dass du ausreichend Schlaf bekommst. Du bist die Person, die dich abends ins Bett bringt und morgens aufweckt. Du bist die Person, die dich an die frische Luft mitnimmt. Du bist die Person, die mit dir Bewegung macht. Und du bist die Person, die dafür sorgt, dass du dich entspannen kannst. Und du bist auch die Person, die darauf achtet, dass du dir nicht zu viel auflädst. Und ich sage jetzt ganz bewusst, auflädst und nicht aufladen lässt. Weil das hat was mit Selbstverantwortung zu tun und das ist eins der weiteren Punkte in einem der nächsten Videos. Ja, wichtiger Job, oder? Du bist die Person, die sich mehr oder weniger gut darum kümmert, dass du deine Vorsorgeuntersuchungen einhältst. Und noch einiges mehr. Das bist du, die wichtigste Person in deinem Leben. Aber du bist nicht nur die Person, die sich um deine körperlichen Bedürfnisse kümmert, du bist auch die Person, die sich um dein Krisenmanagement annimmt. Also du bist die, die dafür sorgt, dass du dir zum Beispiel nicht alles gefallen lässt. Und du bist diejenige, die entscheidet, wie sie reagiert, wenn sie sich gerade mal nicht alles gefallen lässt. Du bist auch die, die Grenzen setzt und dafür sorgt, dass diese Grenzen gewahrt werden. Und du bist die Person, die mehr oder weniger gut zu dir steht. Du bist die Person, die entscheidet, wie sie mit Verletzungen und Enttäuschungen umgeht. Und du bist auch die Person, der es leichter oder schwerer fällt, die sich aber in jedem Fall durchringt, auch zuzugeben, wenn sie mal Unrecht hat. Das bist du. Du bist die Person, die sich um dein Krisenmanagement annimmt. Wichtiger Job, oder? Im Übrigen bist du überhaupt die Person, die für dich die Entscheidungen trifft. Eher zögerlich oder forsch, unüberlegt oder souverän? Du bist die Person, die für dich die Entscheidungen trifft. Übrigens auch dann, wenn keine getroffen wird. Wenn du lange in dem bleibst, ohne eine Entscheidung zu treffen und obwohl du weißt, dass es dir nicht gut tut. Das ist die Person, die für dich die Entscheidungen trifft. Die wichtigste Person in deinem Leben und das bist du. Du bist auch die Person, die deine Termine plant. Und ich frage dich, würdest du diesen Job, wenn es ein Job wäre, würdest du diesen Job jemandem geben, der permanent drauf vergisst, auch Zeitfenster für Pausen einzuplanen?
Würdest du diesen Job jemandem geben, der ständig mit der Peitsche hinter dir steht und dich antreibt, noch schneller, noch besser, noch mehr? Möchtest du dieser Person diesen Job geben? Diese Person, die entscheidet, mit wem du deine Zeit verbringst. Und die immer wieder vergisst, darauf zu achten, dass das möglichst Menschen sind, die dir gut tun und keine sogenannten Energievampire. Ja. Und du bist auch die Person, die dich motiviert und bei Laune hält. Welche Art der Motivation bevorzugst du? Soll den Job jemand machen, die dir permanent ein schlechtes Gewissen einredet, die dich ständig kritisiert? Oder soll dieser Job jemand tun, der wohlmeinend mit dir ist? Der möchte, dass du dich entwickelst in deinem Tempo. Eine Person, die will, dass du wächst. Aber die will, dass du Freude dran hast. Und die nicht sagt, wenn mal was nicht so klappt, bist du blöd? Sondern die sagt, oh ja, das ist daneben gegangen. Na, wir probieren es wieder, wir kriegen das schon hin. Wie müsste die Frau sein, die dein Leben organisiert? Wie müsste die Frau sein, die deine Termine organisiert und koordiniert? Wie müsste die Frau sein, die sich um deine persönlichen, körperlichen Bedürfnisse kümmert? Wie müsste die Frau sein, die sich um deine Entscheidungen kümmert und nein, die deine Entscheidungen trifft? Wie müsste diese Frau sein? Denn diese Frau, diese Person bist du. Und deshalb bist du die wichtigste Person in deinem Leben. Weil du all diese Dinge für dich tust. Gut oder weniger gut. In deinem Sinne und für dich oder eher gegen dich. Und ich denke, dass jetzt gerade eine Zeit ist für dich, wo du wirklich, 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 wirklich dich an deiner Seite brauchst. Dich, die wichtigste Person in deinem Leben, die es wirklich und wahrhaftig gut mit dir meint. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich zur wichtigsten Person deines Lebens machst, im besten Sinne. Ja? Also, dass du dir da dieser Dinge bewusst wirst. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar Punkte gewesen. Da gibt es womöglich, also gibt es sicher noch viele mehr und vielleicht auch noch wichtigere, als mir jetzt eingefallen sind. Ja? Mach dich zur wichtigsten Person deines Lebens, denn du bist es bereits. Ja? Aber sorg dafür, dass du jemand bist für dich, die wirklich an deiner Seite steht und die nicht gegen dich arbeitet. Und das kann unter Umständen ganz schön schwer sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer mal wieder sage, du musst die Dinge nicht allein durchziehen. Es kann hilfreich sein, jemanden an deine Seite zu holen, die dir hilft, die wichtigste Person deines Lebens zu sein, im besten Sinne. Die dich daran erinnert, dass du gut mit dir umgehen darfst. Die dich daran erinnert, dass du Entscheidungen für dich, pro du und mutig treffen darfst. Und all diese Dinge. Ja? Wenn du so jemanden suchst, du kannst unten unverbindlich mit mir sprechen. Und wir können schauen, ob wir miteinander ein ganzes Stück deines Weges gehen wollen. Ja, würdest du dich gerne deine Arbeit in Ruhe machen lassen als wichtigste Person in deinem Leben? Oder hast du eher so das Gefühl, du musst da eigentlich ständig in Hab-Acht-Stellung sein, weil du nicht genau weißt, was macht die wichtigste Person in deinem Leben als nächstes? Und tut sie wirklich das, was dir gut tut? Und tut sie wirklich das, was du willst?
Ich stelle dir nochmal die Frage. Wie müsste die Frau sein, die die wichtigste Person in deinem Leben ist? Was tut diese Frau für dich, um dein Leben so zu gestalten, wie du dir es wünschst? Was denkt diese Frau? Was tut sie für dich? Und was sagt sie zu dir? Das sind Fragen, die du dir in einer ruhigen Minute mal überlegen kannst und die Antworten dazu idealerweise aufschreibst. Und diese Antworten, die können dein Selbstwertgefühl stärken, wenn du die entsprechenden Schlüsse draus ziehst, und kräftig halten. Ich wünsche dir ganz viel und starkes Selbstwertgefühl. Alles Liebe, bis bald.